Wir schalten jetzt mal live nach Frankfurt, wo unser Integrationsbeauftragter Ulrich von Hesen auf uns wartet und wo Thilo Sarrazin immerhin die Sparte Bargeld von der Bundesbank entzogen wurde. Seitdem hört man so gar nichts mehr von ihm. Ist er entmachtet, Ulrich? Entmachtet? Der bekommt jetzt die gleiche Kohle wie vorher, nur für weniger Arbeit. Geile Strafe, oder? Ja, jetzt muss ich sagen, so hatte ich es noch gar nicht. Aber sagen wir mal ehrlich, Welke, ist doch ganz erfrischend, dass mal einer Klartext redet und sagt, wie es ist. Es gibt in Deutschland, eine Bevölkerungsgruppe, die sich einfach nicht integrieren will. Aha, und welche wäre das? Na, wer wohl? Die, die dafür verantwortlich sind, dass das Land pleite ist. Und die absolut keine produktive Funktion in unserer Gesellschaft haben. Die Banker. Naja, ich meine, kann man das wirklich so pauschal sagen? Auch wenn es manchen gefällt. Man muss mit Pauschalisierungen vorsichtig sein. Ich meine, Banker kommen aus einem anderen Kulturkreis als Welke, hier. Welke. Hören Sie doch auf mit Ihrem politisch korrekten Hightai-Teil. Lauwarmes Gelaber. Manche von denen sind in der dritten Generation Banker. Und die Kinder von den Bankern lernen auch keinen anständigen Beruf. Die werden Banker. Ja, sicher, das ist ein klassischer Teufelskreis. Schaffen denn wenigstens einige der armen Kinder den Sprung in die, ich sag mal, normale Gesellschaft? Nein, keine. Wirklich keiner? Kein einziger? Herr Welke, direkt nach der Geburt wächst denen eine Rolex am Arm. Und im Kindergarten. Und im Kindergarten fangen die an, sich gegenseitig zu bescheißen. Also wirklich, Ulrich, ich weiß nicht, schüren Sie da nicht ganz dumpfe Vorurteile an dieser Stelle? Vorurteile? Diese Vögel haben alle keine anständige Arbeit. Greifen die Bürgschaften vom Staat ab und vermehren sich wie die Karnickel. Ich muss niemanden anerkennen, der von Staatshilfe lebt, diesen Staat ablehnt, seine Kinder auf Privatschulen schickt und ständig neue kleine Einstecktuchbänker in die Welt setzt. Ja, aber Herr von Hesen, jetzt bitte mal. Nein, bitte. Das ist Populismus der übelsten Sorte. Ja, da muss ich Sie mal direkt verwarnen. Wenn Sie nicht aufpassen, gebe ich Ihnen nur noch halb so viel zu arbeiten ab jetzt. Bei gleicher Kohle? Natürlich. Deal. Ulrich von Hesen, ein Mann, der unbequeme Wahrheiten gelassen ausspricht. Vielen Dank nach Frankfurt.